So, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, ich habe gestern Abend noch ein bisschen weitergezockt. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem großen Stromaggregat, was mich ziemlich nervt, weil irgendwie ich finde keins. Ich finde kleine, ich finde, weiß ich nicht, Gasflaschen oder sonst was, aber keine C4. Aber leider keine großen Stromerzeuger. Ich fahre jetzt erstmal kurz Rennbahn. Und dann, da glaube ich, ist auch keiner, aber wir können ja mal gucken fahren. Besser wie nix, und dann fahren wir notfalls gleich wo sind wir denn jetzt da? Notfalls da in die Stadt nachher nochmal gucken. Weil ansonsten wüsste ich langsam auch nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Wir könnten aber dann auch da hinten in Z0-Stadt schauen fahren. Das müssten wir mal gucken. Weil mein Backofen funktioniert mit dem kleinen Stromaggregat nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich mir da 3, 4, 5 kleine Aggregate hinhauen würde. Aber ich glaube, die verbrauchen ja dann auch mehr Sprit wie ein großes. Von daher möchte ich zumindest mal gucken, ob wir irgendwo einen großen finden. Vielleicht machen wir aber auch gleich einen Abstecher noch in die Torpedofabrik. Das weiß ich auch noch nicht. Das können wir gleich mal gucken. So. So, wir hauen jetzt einfach mal das Auto hier in die Busch. La Busch. So. Hervorragend. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch leer sind. Ja, also so teilweise leer zumindest. Ich sage ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo man sonst diesen blöden Stromerzeuger herkriegt. Ich weiß, oder ich habe ihn bis jetzt immer nur in den Garagen gefunden. Aber in den Garagen, die ich bis jetzt alle abgefahren habe, nicht einmal. Ey, das ist warm, matt, warm, grau, okay. So. Weiter. Ich sehe da. A Zombie. Ich sehe da aber auch das erste Mal jetzt ein neues Moped, wenn ich ehrlich bin. Habe ich den jetzt erwischt? Habe ich den tot gemacht? Okay, die Dinger sehen ja mittlerweile echt schon voll ulkig aus, oder? Also hier fehlt ja alles. Hier fehlt Vorderrad, Hinterrad, Sitz und alles Mögliche. Okay. Ich wollte jetzt nur noch mal gucken, ob ich den hier wirklich erwischt habe. Wo war er? Ach, da unten. Den habe ich wirklich erwischt. Tatsache, das ist gut. So, den hier nehmen wir mal mit. Mit meinem Meinungsverstärker. So. Nein, so. Hervorragend. Auf jeden Fall haben wir da ein Kabel, was wir brauchen. Um. Was war denn das? Ach ja, genau. Genau, Batterielade. Gerät zu bauen. Ist was. So. Okay, sehen die jetzt neuerdings so aus? Echt?
Anscheinend, ich weiß zwar noch nicht, wieso der dann, ja, vielleicht unterschiedlich lackiert oder so, ich weiß noch nicht. Obwohl doch, hier hat man, glaube ich, auch schon mal ein Stromaggregat gefunden, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich hoffe es einfach mal. Wir gucken einfach. In der Hoffnung, eins zu finden. Wir hätten auf jeden Fall mal hier, nehme ich jetzt einfach mal mit, bauen wir gleich mal dran. Vielleicht kriegen wir das Ding ja doch zusammengebaut. Wäre ja ulkig. So, Nägel nehme ich definitiv auch mal mit, weil die finde ich in letzter Zeit ziemlich selten. Und lass mich raten, für die Teile muss ich wahrscheinlich gleich einen Wagenheber haben. Den habe ich ja jetzt gerade nicht bei, aber kriege ich das Ding nicht? Doch, guck mal, das kriegen wir notfalls erstmal kurz da rein. Bis wir einen Wagenheber finden. So, da ist übrigens noch ein Reifen. Ich würde tatsächlich gerne mal so ein Teil jetzt zusammenbauen, ne? Ein Akku, sehr schön. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich werde mir das Ding jetzt da sichern. Dietrich. Da gleich direkt ein Schloss dran kloppen. Angeleckt von Falli. So, das Teil mitnehmen. Das Teil ist... Aha. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Reifen. Das ist sehr schön. Die anderen Teile und so finde ich ja auch schon mal des Öfteren. Wir müssen uns halt nur merken, dass wir ein Moped-Gedöns da haben. So, warte. Jetzt gehen wir schnell. Wir gehen schnell in das Moped kurz safen. Das ist das erste Moped, was ich überhaupt gefunden habe. Ja, hauen wir direkt mal hier. Komm her. Ein Schloss rein. Können wir die direkt hier? Nein, können wir nicht. Wir müssen erstmal. Oh Gott, einen Wagen hier bauen. Ja, das kann ja eiter werden. Aber ja, wir haben wenigstens, können wir direkt auch ausladen jetzt hier, so. Dip, also umladen meinte ich so, das Ding, das darüber, das rüber, das rüber, komm, wir haben jetzt auch mal die ganzen Schraubendreher hier rüber, so viel brauche ich gerade gar nicht. Die Tomate kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, den Fisch können wir mal behalten. Das behalten wir mal, das auch. Und wir müssten gleich auf jeden Fall... Oh Gott, ey, was wir hier an Schraubendrehern haben, ne? Das ist gerade echt Wahnsinn. So, kommen die machen wir alle nochmal voll hier. Das Ding können wir da hinschmeißen oder so. So, dann, ja, das wieder rüber. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal den... Wagenheber. Weiß, was wir dann da vielleicht gleich noch alles finden. Vielleicht kriegen wir den ja doch noch gleich komplett fertig. So, warten Sie. In die Hände nehmen. Voll ulkig. Installiere Hinterrad, das geht, ja. Nee, ich will da nichts entfernen. Ich wollte eigentlich... Kann man da nicht irgendwie... Nein.
Sag mal, mir der irgendwie vielleicht jetzt den falschen Reifen? Ich hab grad echt keine Ahnung, ne? Frontwheel Cover entfernen. Ne, ich wollte ja eigentlich da. Warte mal, ich mach das mal kurz anders. Ich probiere jetzt mal hier ein bisschen was aus. So. Ja, das, ich weiß nicht. Ah, das scheint vermutlich auch ein Hinterrad zu sein. Also ich habe gerade keine Ahnung. Würde ich jetzt aber zumindest mal behaupten. So. Moment, wenn ich jetzt den 90er hier habe, ne, dann stimmt doch da irgendwas nicht. In die Hände nehmen. Das Ding nochmal aufbocken. Das Ding hier, hä? So, siehst du, falsche schon wieder drauf gehabt. So, das 90er hätte ich gern, so. Da drauf. Dann hatte ich wohl doch den falschen, würde ich mal behaupten. So. Dann sammeln wir jetzt bei Gelegenheit mal wirklich komplett alle Moped-Teile. Und gucken mal, ob wir das Moped fertig kriegen bei Gelegenheit. So, das Teil hätte ich gern auch hier rüber. So. Ich glaube, den letzten hier haben wir noch offen, ne? Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder doch? Nee. Geht gern nur lustig werden. Aber hier ist auch kein Stromaggregat, keins von den großen, wenn ich das so richtig sehe. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, die Bleiplatte. Die brauchen wir auch demnächst für Munition herzustellen und sowas, falls wir denn mal damit anfangen. So, das, oh, 4 von 6. Nö. Das Teil ist auch nichts. Das hatten wir schon. Das auch. Okay, dann ist hier nichts mehr. Ich glaube ja nicht, dass hier was drin ist. Also stromaggregatmäßig. Aber man weiß nie, was hier vielleicht sonst noch drin ist. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Drecksdrohne. Ich hasse diese Drohnen. Ich sehe gerade im Übrigen, hier ist sogar eine Teile zum Öffnen. Das Ding da, das Ding da. Natürlich verkaufen und so. So. Dann würde ich das doch direkt mal knacken wollen, ne? Da guckst du. Drohne, hau ab. So, nee, leider nickes. So, haben wir denn... Ich war auch noch nie hier auf dem... Ich bin hier noch nie lang gefahren. Ich weiß nicht, wie es hier überhaupt ist. So. Aha, aha, aha. Da hoch. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt irgendwas Vernünftiges gibt. So,
Komm her. So wie es aussieht, war die da festgebackt. Gut. Wir müssen mal irgendwann mit irgendeinem Moped oder so, wenn ich eins finde oder fertig krieg, da komplett langfahren oder so. Schon wieder eine Drohne, mach dich weg. Aber ich finde tatsächlich gerade, muss ich ja ehrlich gestehen, ich finde die Anhänger sehen mittlerweile ganz merkwürdig aus. So. Aber im Prinzip ist es mir egal. Solange wir hier looten können und da was drin ist, ist mir das doch dreht ideal, wie das hier aussieht. Das nehmen wir nochmal mit. Da ist er, der sieht das S. Nein, nein, das können wir mitnehmen. So, weiter. Aber so besondere Sachen sind hier auch gerade nicht drin, wenn ich ehrlich bin. Aber hier steht noch Gesten. Also. So. Zumindest eine Motorradbatterie, die haben wir schon mal, das ist sehr gut. Dann hier auf, hier rein. Das ist aber auch hier. Einen Apfel haben wir zumindest, komm, den essen wir mal schnell. Ja, wir hatten angeblich auch so einen Hunger haben. Nein. So. Hopp. So, ich glaube, aber da oben war auch nichts Vernünftiges, ne? Das war. Ne, sag ich ja. Oh, naja, gut, schön ist ein Dreier Dietrich, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann können wir hier mal hopp. Gut, alles, was wir hier finden und so, und dann können wir direkt hier lassen, mitnehmen, ach, da lassen. Ach, Mann. Ja. So. Ist die schon eingebaut? Muss ich die noch einbauen? Kraftstoff aus Belter, Kraftstoff, Batterie aufladen, okay. Ich weiß gar nicht, wo soll denn da die Batterie sein? Das ist doch das Ding da, oder? Die ist ja noch ein bisschen voll, dann können wir das eigentlich so... Egal. So. Die Batterie war noch ein bisschen voll. Nun, mach doch hin hier. Lauf doch mal schneller das Bergchen hoch hier. So. Dann, ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt definitiv. Lass mal hier futtern. So, das Teil dahin. Das da. Genau, erstmal alles rüber. Das packen wir rüber, wenn voll. Das dahin. Das packen wir dahin, das da rein. So.
Dann auf nach der Z2 Stadt. Oh Mann, ey. Danach könnten wir vielleicht sogar, ja, ich weiß noch nicht. Entweder Torpedo oder wir gehen Bahnhof. Wobei wahrscheinlich Torpedo die besten Aussichten gibt, ne? Komm, wir fahren mal ganz langsam, leise. Sehr schön. Warum sind denn die leer? Mann, ey. So, rein damit. Den auch rein. So, hervorragend. Dann. Kurz und knackig. Oh, geil. Ein Köcher, den nehmen wir mit. Ist das voll geil. Einmal Schokobon. Dann noch eine Cola. Hatte ich den Kaffeeautomaten schon? Ja, den hatten wir auch schon. Naja. Dann gucken wir mal, ob wir hinten drin noch einen Rucksack oder sowas finden. Das wäre sehr schön. Aber leider nein. Ja, das hätte ich jetzt gefeiert, bin ich ganz ehrlich. So, So, ich möchte, dann gehen wir nochmal hier in den Laden. Ein bisschen Mayo. Auch halt, wie gesagt, endlich mal dieses blöde Gedöns da, Pflanzenöl. Ich brauche das große Stromaggregat, weil ich endlich Brote backen will und mit den Broten... Dieses Döner oder so, das da ist, ne, nicht Döner, das andere Gedöns da. Oh, ich komme nicht drauf, das herzustellen. Und ja, wir brauchen, wie gesagt, halt den großen Stromerzeuger dafür. So, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall hinten mal die ganzen Städte ab. Ich sage, ich habe bald echt keine Ahnung mehr. Ich habe, glaube ich, bald wirklich alle Städte durch oder so.
So. Ja, geht sofort weiter. Ich muss mir gerade mal hier so ein Bonbon holen. Meine Ersatzbefriedigung für Nikotin. Nee, eigentlich auch gelogen. Aufgehört zu rauchen habe ich vor 4 Wochen, als ich so erkältet war. Oder waren es 3 Wochen? So, ich möchte bitte... Hier müssen wir rein. Wir fahren auf jeden Fall jetzt gleich, wie gesagt, unten die ganzen Garagen mal ab. Aber so viele gibt es hier, glaube ich, gar nicht in dem Kaff. Und ich war halt auch schon... Nochmal beim Händler gucken. Man kann die Teile da definitiv nicht kaufen. Die kleinen ja, die großen nein. Warten Sie kurz, hier ist irgendwo ein Garage. Hier ist nix. So, und da ich mich hier in der Gegend nicht auskenne, weil ich hier einfach zu selten bin, lasse ich jetzt die Garagen auf. Damit ich weiß, welche ich schon hatte und welche nicht. Ansonsten habe ich nämlich demnächst wirklich wieder 100 Garagen hier mal wieder neu gefunden, weil ich immer wieder an die gleiche vorbeifahre oder so. Ich kenne mich. So. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Ach, Zombie-Garage. Und da ist, glaube ich, noch eine, ne? Ja, genau. Habe ich schon mal gesagt, die Viecher nerven. So. Warum sollte hier ein Stromaggregat sein? Ich weiß. Ich krieg mit den Dingern hier bald einen Anfall, echt. Es ist nie mehr wahr.
So, und weiter geht's. Hier hinein. Natürlich Wagenheber. Wagenheber ist jetzt sowas von wichtig. Wir könnten aber... Müssen wir anders machen. Große City. Große City mal fahren. In der Hoffnung... Wo kommt der denn her? Da. In der Hoffnung, dass wir da in den ganzen Garagen was finden. Weil langsam weiß ich echt nicht mehr wohin. Ach ja, hier ist übrigens dieser Waffenladen. Dann gehen wir doch da mal gucken. Ernsthaft. Einfach umfallen, Fresse halten. Warte, warte, warte. Für den Fall der Fälle auf jeden Fall Pistole. Das ist, mal nicht verkehrt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin heute nicht der Erste hier oder jetzt gerade. Weil dass die ganzen Dinger leer sind, kann eigentlich nicht sein. Okay, hier ist leider gar nichts. Hätten wir uns das auch sparen können. So, auf die 4. Schade. Ich weiß gar nicht, ob die... Oh, nein, 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 nein. Oh. Oh, wow. Nein, da ist, glaube ich, nichts. Aber da vorne, wenn ich das richtig gesehen habe, war noch eine Garage. Da ist auch noch eine. Sehr schön. Haben wir jetzt auf jeden Fall noch zwei. Wie gesagt, ich bin hier sowas von selten. Ich habe keine Ahnung. Leider gibt es hier wieder nur Gasflasche. Natürlich auch ein bisschen nervig ist, bin ich ganz ehrlich, ist es ja prüfen. Ja, die hat 14,135. Oh. Jetzt langsam nehme ich es persönlich Spiel ernsthaft. Das ist, ich mag das nicht mehr so. 4 von 6, sehr schön. So, genau, Airdrop in der Nähe. Die wollten wir auch mal zwischendurch machen, aber hier ist gar nichts. So, ich habe echt keine Ahnung mehr.
Also wir haben jetzt hier schon alles durch. Hier habe ich alles durch. Das heißt, wir können nur noch C1, C2, C3, C4. Wir müssen also hoch. In die höher gelegenen Gefilde. Alles andere hatte ich ja schon. Das ist echt Wahnsinn, ja. Mann, 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 Mann. Ja, wir könnten natürlich. Z0 fahren. Z0? Ja, der Flugfeld. Dann kommen wir da aber trotzdem nicht hoch. C1 hat man übrigens auch schon. Hier ist kein. Also C3, C4 brauchen wir auf jeden Fall. Dies kann heiter werden, ganz ehrlich. Es ist voll unfair. Oh. Obwohl wir könnten, glaube ich, gerade. Warte doch, warum sind wir eigentlich nicht hier hingefahren? Da die Tanker hat doch auch. Wisse ich wieder, das ist Alzheimer. Nein. Da ist doch auch die Tanke mit 2, 3. Ne, 2. Mit zwei Garagen. Vielleicht ist da ein Stromaggregat drin. Letzte Hoffnung. So, also ich glaube. So. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht wirklich tanken. Deshalb lasse ich das jetzt Auto. Das jetzt mal. Das Auto mal jetzt hier stehen. So, jetzt packen wir aber erstmal das ganze Zeug hier rüber. Das können wir nämlich alles bei Gelegenheit gebrauchen. So, rüber. Erstmal Garage. Oh, ey, es ist nicht wahr, ne? Angelschnur, ja gut. Wie ich es liebe, dieses blöde Gedönse hier, das ist auch nix. Schade. Da ist noch das. Weiter geht's. A4. Ein bisschen weit weg von uns. Warum Rager Lichtmaschine? Das Teil nehmen wir mit. Das mit. Das auf jeden Fall auch mit. Das mit und das mit.
So. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß definitiv nicht, wo wir jetzt noch so ein Teil herkriegen sollten. Frühstücksflocken und Pong oder wie auch immer die hießen. Ah, da liegt übrigens Knoblauch oder sowas. Sehr schön. Eck muss, genau, Knoblauch. So, dann gehen wir hier nochmal in den Laden. Okay. Pasta, Zuckerrüben, Dose Meeresfrüchte-Mischung, okay. Rosinen. Okay. Sonst ist hier nichts mehr. Oh, nein, nicht schlagen. Da ist auch nichts. Nee. Da läuft ein Zombie, da ist auch einer. Oh, scheiße, jetzt schnell weg hier. Ich glaube, die spawnen jetzt langsam. So, wir laufen. Ich meinte eigentlich, wir fahren jetzt über die Brücke. Ja, wie gesagt, C1 waren wir schon. C2 dürfte eigentlich nichts haben. C3, das hier habe ich auch schon geguckt. Wir könnten übrigens da mal gucken. Dann fahren wir weiter in die Ortschaft. Dann hoch in die große Stadt, die Ortschaft. Also irgendwo muss es die doch geben. Ich hasse es echt, das ist... Bloß weg hier erstmal. Aua, scheiße. Kacke, 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 kacke. Da haben wir jetzt aber echt Mist gebaut. Warte. Ich möchte jetzt schnell mein Auto hier wieder heile machen. Oh Mann. So, komm schnell. Fahrzeug auf Wagen überwarten. Mhm. So. Oh Gott. Repariere Stoßstange. Habe ich denn... Warum sind die Türen kaputt? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht verstanden. Also ich weiß, ich habe mich noch nicht überschlagen oder so. Deshalb weiß ich auch gerade nicht, warum die Türen hier kaputt sind. Aber ja, okay, also unsere Reifen sind noch ganz. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Das Teil bitte da dran, so. So, das ganze Zeug hier rüber. Lichtmaschine, Knoblauch und so was. Das ist auf jeden Fall. So, das hinüber, das packen wir hier in den Knofi. Den brauchen wir, wenn wir demnächst... Achso, Service Ben. Das Ding bitte wieder rein und dann fahren. Nee, da haben wir aber gerade voll... den Vogel abgeschossen und voll da irgendwie reingebrettert. So viel war in letzter Zeit mein Auto nicht beschädigt. Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich gucken. Hm?
da ist Bunker. Wir könnten auch. Ah, wir können so viele Wege fahren, ne? Wir können einmal hier komplett hoch bis da. Dann wären wir nochmal in der B1-Stadt. Was uns aber auch nicht wirklich was bringt, weil. Aber es ist egal, komm. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Fahren, okay, wir sind erst bei 26%, erst okay. Demolierung wird wahrscheinlich springen sein, Diebstahl sind wir auch noch nicht so weit, stealth, okay. Warnung, okay. Ja, wir gucken. Hier steht auch ein Volkswagen. A1. Das ist das gelbe Haus, was ich damals auf meinem Server mal geclaimt hatte. Das ist eigentlich auch ulkig gewesen, aber ja, es ist doch ein bisschen weit weg vom Schuss, ne? Obwohl hier ja auch immer tolle Autos gespawnt waren. Ich weiß noch nicht wohin, wenn ich ehrlich bin. So, es wird, glaube ich, gleich aber auch wieder Nacht. So, wir fahren jetzt erstmal hier rein. Irgendwo, ich wollte gerade sagen, da müsste eine Garage sein, da drüben auch. Ah, ja, super, dass die... Lass mich da erstmal zumachen, Alter, hier. Ja, genau. Geh doch einfach weg, du Sack. So. Natürlich auch nicht. Das ist doch... Okay. Das ist echt zum Heulen langsam. Ich mag nicht. So, hier ist auch keins drin. So, ich muss mal kurz gucken. Kleinen Moment. Bei mir gehen gerade 1000 WhatsApps irgendwie anscheinend oder so. Ich weiß noch nicht. Dip. So. Ah, da geht jetzt Bestellung irgendwie los. Das ist auch ulkig. Dip. Aber das war es nicht. Nein. So. Aber warte mal, wir könnten ja jetzt, das mache ich jetzt einfach mal, wir setzen uns, hocken, so. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, lass mich gucken, wo ist das Ding, ich brauche jetzt hier der Bot.
Lass uns einfach mal gucken, was bei einem Daily Pack kommt. Als überhaupt ein... Oh, da, meins ist auf dem Weg. Oh, da, guck. Ja, das ist genau das. Das kriegt man dann. Okay. Wir hätten dann einmal Antibiotika, einmal Schmerzmittel, einmal Cornflakes, einmal Orangensaft, einmal Notverbandkasten und dann, wie gesagt, die Cornflakes. Also ich sage, es ist schon eigentlich ganz ulkig, weil manchmal kann man die Sachen doch tatsächlich ganz gut gebrauchen. Und ja, man muss ja nicht, ne? Wenn man nicht möchte, muss man die Teile nicht nehmen. Das ist, wie gesagt, ein Daily. Das kann man sich holen, wenn man möchte, aber man muss es nicht. Aber so ab und an gucke ich halt, was da so kommt und was ich kriege oder so. Lotterie startet in einer Minute, okay? Aha. Mal gucken, ob ich Lotterie gewinne heute. Glaub nicht. Oh, ich hasse es. So. Und warum sind abends immer so viele bei der Lotterie? Na toll, ein Rager Reifen, den brauche ich aber auch nicht. Das ist doch. So. Ich mag nicht, ich mag. Halt, was haben wir denn hier? Und Schild für Geländemotorrad. Das nehmen wir doch mal mit. Ich will ja das Motorrad zusammenbauen. Ja, das war's. Mal irgendwie. Ach, Scheiße, ey. Da ist ja nichts drin. Roland de Garn. Check deine DMs, um deinen Preis einzulösen. Aha. So, dann packen wir das. Ich würde sagen, wir packen das mal unten mit rein. So. Die ganzen Motorradersatzteile. Das Teil packen wir hier oben hin. So, das dahin. Da. Ist auch da hoch. So, bitte, danke. Ich würde sagen, wir laufen die zwei hier noch ab. Es ist halt echt total nervig. Da, warte mal. Ja. Jo, dann müssen wir weiterfahren. Es ist echt der Hammer. Ich fahre tatsächlich jetzt nochmal hier in das Ding gucken. In die Fabrik. In den Garagen. Weil irgendwo muss da mal so ein Teil sein.
Okay. So, also was wollt ihr jetzt haben? Oder sie? Tür, Motorhaube und Heckklappe. Okay. Oh. Den sollten wir jetzt erstmal abwarten. Ach so, wo war denn das jetzt? Und in... So. Genau, ich glaube, der Tom war das, der da heute den Leica gesucht hat oder ein Leica gesucht hat. So. Kurz gucken. B1, was ist denn das? B15. Oh, das war der andere. Was natürlich jetzt noch voll geil käme, wenn da ein Zombie kommt und die Tür aufmacht und der Mac mich dann jetzt wegschießt. Es wäre so ein Mist. Ich hasse es. Ja. Lassen Sie mich mal schauen hier. 10. Guck, hau doch ab, du blöde Drohne. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Geh weg. Ich hasse Drohnen. 4. Was ist denn hier? Ach du Scheiße. Ja, das kann man vielleicht in die Hand mitnehmen. Das ist ulkig. Alter, mach doch nie sowas. Bist du denn wahnsinnig?
Hüpf raus, los. Oh, safe. Safe. So, auf jeden Fall haben wir jetzt, obwohl, weiß ich gar nicht, hatte das Motorrad nicht das Chassis schon? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Was wir haben, haben wir. Was wir brauchen, wissen wir nicht. So, mir ist ein bisschen kalt, okay. Ich weiß auch nicht, warum das Ding jetzt angeblich auf 3 ist, weil das können wir doch eigentlich, ja, das ist, ne? Blöd. So, Pistole hätte ich jetzt gerne auf 3, dann brauche ich die nämlich nicht auf 4. So, komm, hüpf rein. Weil hier, also ich gehe hier immer ganz gerne, wenn ich da drin war, nochmal schnell hier rein, weil hier gibt es halt die 5 Kisten, die man knacken kann. Oder Schränke, nicht Kisten. So, das Teil. Gut, dann machen wir das Ding jetzt hier auf, zerlegen. So, einmal. Brauche ich nicht. Ein UMP-Magazin, das können wir mal mitnehmen. Jetzt auch schon wieder nichts drin. Gut, toll, das ist doch eine blöde Weste. Ne, die will ich jetzt auch nicht so. Komm, das Teil nehmen wir da runter. Das da hin, das da hin, das da. So, so, so. Auf da. Komm, der dreht sich weg. Das Blöde ist immer, wenn du da rausspringst und erwischst dann nur plötzlich irgendwie die Mauer und der versucht dann da immer hochzuklettern. Ganz problematisch wird es natürlich dann. So. Obwohl, warte mal, wir hatten doch Night Vision. Ja, der funktioniert immer noch. Das ist sehr schön. Dann können wir im Übrigen das Licht ausmachen. Mir ist ein bisschen kalt. Dann mach dir warme Gedanken. So, ich würde tatsächlich gerne noch mal hier hinterm Flughafen. Oh. Diese Abendröte, die ist voll geil. Ab in den Sonnenuntergang. Juhu. Nee, aber das wollte ich gerade nicht. So. Ich möchte. So. Da wir eh nur die 2 Dinger hier haben. Geh mal gucken. Hör auf. Okay, Scheinwerfer. Ist aber nicht das, was ich wollte. Aber wir nehmen es natürlich mit, ne? Ich kenne ja meinen Verschleiß, oh Gott. Und das ist auch falsch, schade. So. Nein, nicht schieben, bist du dem wahnsinnig? Hallo, nein, mach aus, Feierabend. Oh. Aua. Überrollt vom Auto, das ist doch... Du solltest fahren und nicht schieben. Och Mann, ey. Habe ich denn jetzt Gesundheit? Was? Einfache Verletzung, okay. Gut, die Abendröte ist jetzt ein bisschen weg, ne? So, hier steht aber auch kein Auto mehr, okay. Ich muss aber jetzt gerade mal kurz gucken. Warte mal. Ich weiß, wir hatten vorhin noch irgendwo einen Akku gefunden. Wo haben wir den hingeschmissen? Wahrscheinlich mit in die... Ah, blöde Truhe, ne? Mit Sicherheit.
So, das Ding raus. Wir gucken. Aber das dauert immer ewig mittlerweile. Wölfe, oh Gott. Ich habe die Wölfe noch hier drin, die müssen wir mal bei Gelegenheit zerlegen. Smartphone-Akku. Ja. Absorbiert, hä? I hope so, dass das bleibt ganz. Nein, das ist Agathe. Okay, das Ding ist noch voll. Das Ding ist anscheinend nicht voll, oder? Das kann übrigens in den Verkauf, weil die haben wir ja schon alle. Nochmal kurz gucken, ob wir sonst noch irgendwo ein Smartphone-Akku haben. Vielleicht haben wir irgendwo einen übersehen. Ne, sieht nicht so aus. Ich habe wirklich nur den einen gehabt und den da jetzt reingeschmissen und der ist jetzt leer oder was? Das wäre jetzt echt Banane. Ja, scheint aber so. Gut, wir können es jetzt mal so versuchen. Ich muss noch mal kurz gucken. Halt. Alter. So, Rachel. Türen. Okay, Türen anscheinend alle. Würde ich jetzt mal so behaupten. Türen, Motorhaube und Heckklappe. Ich war, wie gesagt, den ganzen Tag im südlichen Bereich unterwegs. Dann gehen wir jetzt einmal mal den nördlichen Bereich abgrasen irgendwie. In der Hoffnung, ne? Blöder Baum. Und der Mann nicht aus dem Weg springen. Aber ich bin immer noch der Meinung, das ist das falsche Akku. Ich glaube, das hat, was wir vorhin hatten, hatte irgendwie 90%. Haben wir das irgendwie anscheinend falsch geschmissen, verloren oder sonst was. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, alle aus dem Weg. Falli kommt. Geschäftsgründung möglich, okay. Möchte ich ein Geschäft eröffnen? Ich glaube nicht. Meine Geschäfte gehen eben alle pleite. Obwohl mein Drogenimperium, ne, das wäre hier eine Möglichkeit. Ich baue mir hier das Imperium auf. Aua. Ah.
So. Ich habe das Auto schon wieder so kaputt gefahren. Das ist echt nicht mehr schön. Das ist... So. Ne, das war ein Volkswagen. Ich habe es genau gesehen. Ich weiß nicht, wieso meinem Charakter immer kalt wird, wenn er im Auto sitzt. Eigentlich könnte man Heizung anmachen, ne? Aber... Na, danke, was? Ich hab die Zone verlassen. Ach so, das ist wieder die andere gewesen. Ja, da ist alles gut. Ich könnte eigentlich hier bald einen Händler aufmachen. So, weiß ich nicht. Mit Datenverkauf oder so. Informationen verkaufen. So. Ein Spritkanister. Nicht, dass ich den jetzt haben möchte oder so, aber obwohl, ganz ehrlich, den nehmen wir mal in die Hände. Damit tanken wir jetzt das Auto kurz. Oh Gott. Durch welchen Ort? Hm. Mir ist ein bisschen kalt, okay. Ja, ich habe da... Ich habe gleich das Auto kaputt, wenn ich so weitermache. Das ist... Es ist alles nicht so lustig. So, ich weiß gar nicht, hat dieser Ort jetzt hier vorne eigentlich eine Garage? Ich glaube nicht, ne? Da stehen immer nur... Fahrzeuge, so, wenn man Glück hat. Aber ich glaube, Garage gab es hier nicht. Und nicht in die Büsche fahren, weil das war auch schon mal tot. Genau, vor allen Dingen nicht das Ding. Ah, okay. Hier ist auch ein Leica. Er hat aber so gar nichts. So, schade, dann nächster Ort, nächstes Glück. Nächster Ort, nächstes Glück. Bringen Sie Ihr Zeug zurück. Hier ist nichts. Okay. Keine Garage. So, dann. Oh Gott, dann sind wir ja jetzt gleich schon große Stadt. Das wird ulkig.
Ich kenne mich nämlich in der großen Stadt überhaupt nicht aus. Ach du mistige Kacke, fällt mir gerade auf. Es wird ja auch noch dunkel, ne? Nein, es ist dunkel. Das heißt, da ist wahrscheinlich dann jetzt gleich auch so ein bisschen... Au. Nebelig. So, wunderbar. Ja, das fängt schon an, nebelig zu werden, wie ich das hasse, ne? Hi. Das ist das, was mich so die ganze Zeit aufregt an dem Game. Nein, also noch nie mal der Nebel. Der Nebel soll ja an... Ja, doch, eigentlich schon. Der Nebel soll ja eigentlich verhindern, dass man hier Lecks und sowas kriegt. Weil früher war die große Stadt unspielbar, dann kam irgendwann der Nebel. Und erst haben sie natürlich andere Sachen geändert, die auch nicht funktioniert haben. Dann kam der Nebel. Und ja, als der Nebel da war, bin ich erst recht nicht mehr in die Stadt gegangen, weil man hat nichts mehr gesehen. Und jetzt, wo ich Grafikkarte und sonstiges Zeug drin habe, wo es nicht mehr aussieht wie Daumenkino... Obwohl, warte mal, wir können doch eigentlich direkt da runterfahren. Machen sie Nebel rein, weißt du, das ist auch... Ja. Da war der kurz X. So. Da ist auf jeden Fall schon mal... Ach. Naja, super. Aber zumindest mal eine Werkzeugkiste, die ist schon mal gut. So. Nadel nehmen wir mal mit. Und ja, wir werden gleich auch die Schränke durchsuchen, deshalb lasse ich jetzt gerade nochmal alles auf. Ich wollte nur nochmal gucken hier. Okay. Nee, das war nicht Tom, glaube ich, oder? So ein Brotschneidemesser, das ist auch ulkig so. Obwohl, ganz ehrlich, ich mache jetzt nach dem Ding hier auch mal kurz Feierabend. Also nein, nicht Feierabend in dem Sinne. Das machen wir zwar auch gleich, aber ich meinte eigentlich Feierabend, dass wir hier erstmal hochlaufen und nicht die Garagen weitermachen, weil wofür soll ich jetzt erst wieder zurücklaufen? Dann gleich wieder nach vorne. Scheiße, nein. So. Uah. Alter, mach doch nicht sowas. Mann, 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 ey. Ich glaube, für den Fall der Fälle, dass es hier gleich piept, ist die Pistole doch am besten, aber nein. So, das Ding. Das nehmen wir mit. Oh Gott, ey. Handschuhe brauchen wir nicht, nein. Aber ansonsten gibt es hier gerade nichts Vernünftiges, oder? Ne. Leider nein. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir so ein bisschen was an Zeug jetzt dabei. Dann machen wir jetzt erst weiter die Garagen hier. Natürlich mit so einem komischen
Lederrucksack. Ein Brotmesser. Das ist... Ne. Ne. So. So. Es ist voll fies hier, ne? So, einsteigen. Machen wir mal kurz das aus, wenn wir das jetzt hier... Ist auch nicht wirklich besser, ne? Und mein Problem ist gerade... Ich bin am Überlegen, wo hier die ganzen Garagen waren. So, schnell. Licht an. Ach, das ist echt eklig. Schalldämpfer zumindest mal für die SVD, das ist schon mal sehr gut. Militärhemdchen. So, da ist kein Geld drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ein Bogen 100 Pfund, ich meine, der kann auf jeden Fall, den könnten wir auf jeden Fall und so mitnehmen. Was ich mich gerade frage, ist, warum der Laden hier zwei Kassen hat. Aber okay, muss mich nicht interessieren. So. Wir nehmen den jetzt in die Enne. Nehmen wir mit. Nein, du sollst nicht da. Ah. Dann machen wir das so. So, ich sehe hier gar nichts. Ne? Obwohl doch, ich sehe da hinten Zombie kommen. Oh Mann. So, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wir hauen das Ding mal einfach hier so rein. Ach du Heiliger, ja gut, kriegen wir nicht da rein. Aber wir können das dann noch mit rüber packen. So. Dann nehmen wir, ich muss auf jeden Fall das Auto die Tage auch nochmal sortieren. Das Ding da rein, das darüber, dann... So, jetzt auf jeden Fall. Gut, dann fahren wir hier weiter. Und wo war das? Hier irgendwo durch. Ja, hier könnte man... Das hier, ich glaube, ne? Oh Gott, ey. Jetzt ist dunkel, jetzt sehe ich noch viel weniger und weiß noch viel weniger. Hier lang. Ich glaube, da rum, da lang. Hier hinten war es dann, oder? Yep, hier sind wir richtig. So, wunderbar. So, X, aussteigen. Ja, jetzt habe ich das Auto wieder angelassen. Naja, nicht schlimm. Daddy ist nicht schlimm. So. Wir hüpfen in den China-Laden. In der Hoffnung, dass wir jetzt was finden. Ah, Fächer. Fächer, Schuh. So. So. Nö. Alles nichts da. Das ist doch meine Güte. Noch ein paar Schüche.
Das ist ein Knaller. Achso, nee, da. Ja, ich sage, ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwas finde, weil ich glaube, hier werden ganz viele andere ewig auch rumfliegen und das Zeug mit looten und so. So, das Teil, das Teil, das. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Das steht schon mal fest. Dann versuchen wir hier mal unser Glück. Wow. Da ist eins. Ich habe ein Schwert. Ich fass es nicht. Es ist der Hammer. Ich habe ein Schwert gewonnen. Ein Tang Dao. Das werde ich jetzt eh wieder nicht nutzen, weil das mein einziges ist oder so und ich ne, das wahrscheinlich nachher wieder kaputt habe. So. Obwohl, passte das nicht so? Ne, das passte wirklich nicht so. Okay. Dann, jo, dann muss ich jetzt beim Baseballschläger in der Hand rumlaufen. Ist mir auch egal. Mal ja gleich. Hallo, ich möchte hier rein in den Laden. Danke. Natron. Was, nur Natron? Ansonsten haben wir hier nichts. Das ist blöd. Pins, nein. Feuerwehrmannhose, nehmen möchte ich jetzt auch nicht. Ah, die muss ich heute Abend wieder anziehen. Nachher anziehen. Ach, schade. Jahreshauptversammlung Feuerwehr. So, dann einsteigen. Alles einsteigen, please. Dankeschön. Einsteigen. Warum schiebt der schon wieder? Ey, du sollst nicht schieben. So, fahren. Ich würde sagen, das hauen wir mal da rein. So, wunderbar. Das kommt. Wir müssten mal kurz auch gleich reparieren. Na super, hat sich voll gelohnt. Also ich meinte natürlich jetzt nicht das mit dem Schwert. Also das Schwert hat sich definitiv gelohnt. Ich meinte jetzt eigentlich hier mit Akku. Döns. So. Oh, doch geil, das ist voll. Ich fasse es nicht, das ist ein komplett volles. Es ist sehr schön. So, dann, ich glaube, hier rechts rum war das, ne? Na, wie ich mich hier immer verfahre, das ist, vor allen Dingen im Dunkeln. Im Dunkeln verfahre ich mich noch mehr wie im Hellen. Das ist, Goldkatastrophe. So, dann, wo sind wir hier? Nein, hier ist falsch. Ah, da lang, ah. Das ist der Wasser. Wassergedönse. So, schnell aus. So. Nachtsicht an. Wir müssen da hinein. Nun komm, mach ihn hier. Hier ist Schraubendreher. Mal gucken, was wir hier. Vielleicht finden wir hier so ein Stromaggregat. Das wäre doch auch mal. Schön. Kettensäge. Ja, brauchen tue ich die eigentlich nicht. Premium-Gedöns. Nochmal Handschuhe. Ne, brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Ach man. Ah. Ach so. Mann, nee, das ist der Hammer. So, das haben wir. Dann hauen wir das da rein. Wunderschön. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nein, dann wieder raus. Schade eigentlich, hä?
Was war denn jetzt hier? Ah. Ich nehme sie mal mit, die können wir zur Not vielleicht sogar verkaufen. Würde ich mal sagen. Ich versuche mal, ob ich sie hier reinkriege. Sieht nicht so aus, oder? Doch, eigentlich hätte ich sie reinkriegen. Warum macht er das nicht mehr automatisch? Egal. So, die haben wir drin. Dry. Ich traue diesem blöden Spiel nicht, ey. Das ist doch... Ich habe Hunger, okay. Also es war mal eine ganze Zeit lang, bis hier nur Springer waren. Dann waren hier 2, 3, 11, 10 Springer auf einmal. Und jetzt ist wohl plötzlich wieder gar nichts. Das ist, weiß ich nicht, das kann nicht richtig sein. Oh geil, eine Feldflasche auf jeden Fall, ein AK-Magazin. So, ja, wunderbar. Achso, hier schnell zumachen. Wir müssen auf jeden Fall hier so ein bisschen, ja, brauche ich. Alter, was habe ich jetzt gemacht? Mach nicht sowas. Ich habe keine Ahnung, was das ewig ist, ey. Klopfte dagegen und, plötzlich das Auto kaputt oder so. So, das Teil schmeißen wir mal da hoch, das da rüber. Die Wasser, links das Teil, so. Da wir ja Hunger haben, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz, oh Gott, hier ins Restaurant. Die blöde Block 21 da, die geht mir auch schon am Piss, so. 3. Ich brauche was zu essen. Also früher war hier wenigstens immer so, konnte man von den Tischen, hier stand dann immer irgendwie so, oh geil, Sojasauce nehmen wir mit, Limonade nehmen wir mit, stand hier, ja das ist jetzt abgeräumt, schade, früher stand wie gesagt hier immer, was war denn das, irgendwie Lamm oder irgendwie sowas, auf jeden Fall ganz viel Fleisch, das war immer toll, Zigaretten, Und jetzt steht hier ja nichts mehr. Aber wirklich gar nichts. Das ist. Ein bisschen Milch hätte man hier noch. Gehen wir einfach mal hier hinten lang und gucken. Wir nehmen Audrey mit. Ja, ist ja gut. Wir haben Hunger. Ob wir hier irgendwie. Vorratskammer plündern können oder so. Hier ist nur Wein, das ist blöd. Wein will ich nicht. Hier hätte man eine Pfanne, die brauchen wir auch gerade nicht. Hier ist sonst, ja, hätte man noch ein Getränk. Hier ist Pfanne und sonst nichts. Schade, irgendwie essenstechnisch ist hier nicht mehr wirklich viel in dem Restaurante, wa? Das ist blöd. Warum haben die das Restaurante so kaputt gemacht? Hier habe ich mir früher mal meine Fleischsnacks geholt. Wenn ich dann schon mal hier in der Stadt war. So. Toll. Gut, das ist blöd. Jetzt wieder hinaus. Jetzt hier wird ja hier nichts mehr.
Oh Gott, ja super, der hat mich natürlich gesehen, mit Sicherheit. Ja gut, oder die hat mich gesehen, die ist wahrscheinlich voll auf meinen Testosteron oder so abgefahren, nee, keine Ahnung. Ja, die hat mich gut riechen können. Das Teil raus, das Teil darüber, dann haben wir das, 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 das und das, das auch, das darüber, das da, so. So. Blub. So, geht einfach weg, verpisst euch. Ich will das nicht. Haut einfach out. Moment, ich will das wohl. Hier muss ich ja hin. Oh Gott. Da, ist jetzt gut. Bleiben Sie mir beim Leib, blöden Viecher, ey. Achso, warte, hier war da. Da ist nix. 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 Ich habe immer noch Hunger, aber ich sehe gerade nach Polen. Nee, das hier oben ist ein Schwert. Ach, ein Speer. Schwert. Hm. Ein Speer, das wollte ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Das ist doof. Braucht doch noch ein paar Schwerter, nicht noch ein Speer oder so. Was will ich mit dem Speer? Speer ist kacke. Mit Speer kann ich nicht umgehen. Ah. Hallo. Nix gut hier. So. Ich glaube, hier ist auch nichts. Wir haben hier Arschkarte. Ach Mann, ey. Aber ja, wir können uns nicht beschweren. Wir haben einen Tang Dao. Deshalb. Prinzip, ne? Besser wie gar nichts. Also. Wir hätten auch gar keins haben können. Von daher alles gut. So, gut, ich würde tatsächlich sagen, das Auto da mitten im Weg stehen zu lassen, so wie ich jetzt hier stehe, ist auch wieder blöd. Ups. Wir fahren kurz hier um die Ecke. Machen kurz die vier. Weißt du was? Ich parke mein Auto. Hier. So. Dann gehen wir nochmal in die vier Garagen hier. Natürlich ist hier ja nichts, doch ein Schleifstein. Also ja nichts möchte ich jetzt nicht sagen. So, Schleifstein nehmen wir natürlich mit. Ich sag wie das, ey. Ich finde hier nichts mehr. Das ist Wahnsinn. Ich sag wie es ist. Das ist Wahnsinn. Och, Menno, ich habe immer noch Hunger.
Es ist doch echt Banane. Lass mich gucken, was könnte ich denn? Ich könnte hier... Könnte ich irgendwie einen Baum fällen, bitte? Obwohl, nee, Cheeseburger möchte ich eigentlich gar nicht, oder? Cheeseburger hätte ich gerne beim, weiß ich nicht. Wenn ich viel laufen muss oder so, aber nicht, wenn ich viel sitzen muss. Ist auch nichts drin, das ist auch blöd. Ich will mir futtern den Mais, das ist mir jetzt. Mit den Wölfen müssen wir aufpassen. Und ich glaube, zur Not könnten wir noch mal Rosinen futtern, oder? Oh Gott, wir müssen unser Auto reparieren. Das ist... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Oh Gott. So, Erschöpfung, Crafting, nee, Quatsch, Stoffwechsel. Ja, wir haben zumindest ein bisschen was. Aber als erstes müssen wir jetzt hier das auf jeden Fall erstmal rüberschmeißen. Dann hätte ich gerne das hier in die Hände genommen. So, oh Gott, warte, das ist einer. Wir sind acht. So, repariere Jussie. Oh Gott. Ja, wenn ich sehe, was man mit meinem Auto schon wieder passiert ist, ne, dann weiß ich nicht. Da brauche ich schon wieder einen Wagenheber für. Aber warum? Okay. Oh Gott. Nein, nicht entfernen. Ach, blödes Ding. Ach, ich habe genau. Ich hatte gar keine. So. Gerne Reparaturset mehr in die Hand. So. Dann müssen wir. Service beenden. Und das nehmen wir mal kurz in die Hände. Dann müssen wir nämlich auf die andere Seite. Fahrzeugwagen hier warten. Wunderbar. Dann müssen wir doch einmal hier rum und dann repariere. So. Den haben wir jetzt unser Auto fertig. Ist halt schmeißen wir noch dahin. Service beenden. So, das schmeißen wir noch hier rein. Ich muss jetzt gerade eh mal gucken. Oh Gott, wir sind schon wieder bei einer Stunde 45. So lange wollte ich doch gar nicht machen. Ja, jetzt hier im Bett suchen. Ach scheiße, ist übrigens auch, glaube ich, nicht so hervorragend, oder? Kann man hier... nee, ich glaube nicht. Eigentlich möchte ich doch nur irgendwo schlafen. Also ernsthaft, das sind hier alles nur Durchgänge. Wie soll ich denn da... einen Schlafplatz finden. Das ist doch voll blöd. Kann ich da irgendwo schlafen? Natürlich nicht. Das ist ein... Gott, ey. Das ist ein Bekleidungsladen. Hier will ich auch nicht schlafen. Im Übrigen fällt mir auf, ich habe meine... Schlafmatte irgendwie beim letzten Mal verlegt. Oder die nicht mitgenommen. Eins von beiden. Das weiß ich noch nicht.
Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal, dass wir uns hier aufs Dach legen. So, fürs nächste Mal. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet, das hat euch gefallen. Dann lasst mir natürlich gerne einen Daumen da. Ihr dürft aber auch sonst mir einen Daumen da lassen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst gerne noch ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage erstmal bis dahin. Ciao, der Falli.